180 Millionen Euro investiert die Energie AG im heurigen Jahr in ihre Projekte. Ein Drittel davon in die sogenannte Energiewende, die Umstellung auf erneuerbare Energien. In Oberösterreich soll vor allem die Kraft des Wassers genutzt werden, aber auch der Bereich Photovoltaik und Windenergie. Ein Trend, der nicht ohne Folgen für die Konsumenten bleiben wird. Der Strompreis ändert sich durch den Ökostromaufschlag. Von dem haben wir letztlich nichts, sondern sind wir nur der Registrierkasse. Der ist in den letzten Jahren natürlich auch beachtlich gewachsen. Der Strompreis per se ist ja eigentlich gleich geblieben, muss man sagen. Die Aufschläge und im Besonderen der Ökostromzuschlag haben eigentlich die Erhöhung in den letzten Jahren ausgemacht. Auch der Atomausstieg von Deutschland lässt den Energiepreis zusätzlich steigen. Für das heurige Jahr gibt es jedoch Entwarnung. Wir gehen davon aus, dass der Strompreis im heurigen Jahr sich, wenn nichts Gravierendes kommt, sich nicht verändert wird. Langfristig werde der Strompreis jedoch ansteigen, was aber nicht gleichzeitig heißt, dass die Stromrechnung auch künftig teurer wird. Wir erwarten auch eines, dass das Thema Energieeffizienz, den wir auch vom Unternehmen her sehr, sehr viel Augenmerk beimessen, dass dieses noch wesentlich mehr wirken wird. Sprich, wir werden in Zukunft per Kopf, per Haushalt wahrscheinlich weniger Strom brauchen. Dafür ist aber die Kilowattstunde etwas teurer. Und in der Multiplikation könnte es sich wieder so ausgehen, dass das Niveau von jetzt in etwa gehalten werden kann. Der richtige Umgang mit Energie spart Kosten und soll die Umwelt schonen, damit bereits Kinder wissen, wie sie Stromfresser erkennen und sinnlosen Energieverbrauch vermeiden, wird auch heuer wieder das Projekt Energie AG macht Schule an Oberösterreichs Pflichtschulen weitergeführt.